Der letzte Part war in der Tat kurz, aber jetzt soll es eigentlich nicht mehr so kurz sein. Ah, das hat doch nicht so lange gedauert, aber jetzt erst einmal die letzte Groschenroman. Ich hoffe doch zumindest, doch bitte euch. Und dann machen wir tatsächlich noch was zum Ersten Weltkrieg. Ja, weil es interessiert mich immer mal wieder, wenn sie so ein Szenario einbauen, das eigentlich nicht zu dem Spielgeschehen dazugehört, weil ehrlich Leute, diese ganzen Zugmissionen da, das interessiert doch keine Sau. Ich habe euch die hauptsächlichen Bestandteile von dem Ganzen gezeigt. Ich meine, es gibt ja eh noch Sequenz 9, also. Aber wie gesagt, Erster Weltkrieg klingt sehr interessant. Dafür, dass man so viele Erfahrungspunkte kriegt. Weil das Spiel spielt ja 50 Jahre vor dem Ersten Weltkrieg ungefähr. Aber die dunkelste Stunde war doch eigentlich der Zweite Weltkrieg. Also, das assoziiere ich immer mit Winston Churchill. Also dem Winston Churchill Film, um genau zu sein. So, der todgeweihte Colonel. Bitte lasst es nicht zu ausführlich sein. Ja, bitte sehr. Das ist sicher interessant. In dieser Nacht. So. Es gibt ja 1 Million Hinweise mal wieder. Nachdem ich das gesehen habe, sollte ich mehr Fragen stellen. Vielleicht sollte ich einen Verdächtigen verhören. Ich glaube, die Mission kenne ich sogar noch. Ich sollte zurückgehen und danach fragen. Er war ein guter Mann, sehr ehrenhaft. Ich bin stolz, unter Colonel Prescott in der 11. Infanterie an der Goldküste in Afrika gedient zu haben. Ich war auf dem Weg hierher, hab 2 Schüsse gehört, genau um 12 Uhr. Prescott hat es zum Andenken an einen Einsatz über den Prawl errichtet, den er anführte, um den Ashanti in die Flanke zu fallen. Dieser Angriff war ein Fehlschlag auf ganzer Linie. Wir haben viele Kameraden verloren. Prescott wollte, dass wir... Das Voice Acting ist ja mal nice. Ein Einschussloch in der Uhr? Das wäre mir neu. Das war vielleicht schon da, als ich gegen Mittag hier ankam. Also der Jonas Hasselt ist es gewesen. Hier haben wir noch eine Option. So wie ich das sehe, wurde Prescott ziemlich genau um 12 Uhr getötet. Sie haben die Uhr wahrscheinlich während Reparaturarbeiten dort abgestellt. Und wie ich sehe, tickt sie noch. Als Colonel Prescott aus der Armee ausschied, nutzte er seine Verbindungen und gründete diese Munitionsfabrik. Er wollte allen, die unter ihm gedient. Die Kinder von gegenüber haben mit einer gefundenen Waffe rumgespielt. Ein verirrter Querschläger muss den Holzzaun durchschlagen. Gut, jetzt haben wir wieder ein tolles neues Gebiet. Bier. Wir standen genau hier und haben auf das Ziel geschossen.
Ich wollte schießen, aber da war ein lauter Knall. Ich habe mich erschrocken und das Ziel total verfehlt. Ich habe den Mann nicht getötet. Ich bin kein Mörder. Wir haben einen Revolver unter dem Fenster beim Holzlager gefunden. Keine Ahnung, wem der gehörte. Okay, das klingt nicht so, als wäre es der gewesen. Aber der hat ja natürlich eine Waffe. Ich wollte da eigentlich rein. Nein, stopp. Er und ich haben uns oft und gern beleidigt. Ich war Lieutenant unter seinem Befehl in Afrika. Ich habe die Armee geliebt. Wenn man Uniform trägt, sieht jeder zu einem auf. Auf jeden Fall haben wir uns jeden Morgen angeblafft und etwas herumgealbert. Ah, ja. Nun, Prescott hat einen Flankeneinsatz geleitet, der schief ging mit vielen Toten. Einige nannten den Colonel einen Feigling, aber er hatte einfach nur Pech. Jedenfalls quittierte er den Dienst. Als Entschädigung bot er Arbeit in seiner Fabrik an, wenn einer von uns die Armee verließ. Nicht wahr? Hier fehlt uns noch der letzte Hinweis. Ja, da liegt was am Boden. Ich sehe mal wieder den Wald vor lauter Bäumen nicht. Der Laden, der Hof. Der Ladenbesitzer. Munitionsfabrik. Ach so, da waren wir noch nicht. Kann das sein? Wobei, das ist der Ausgangspunkt. Also merkt man wieder, dass es Abend ist, weil da lässt meine Fähigkeit dann doch meistens nach, hier irgendwie was herauszufinden. Aufprallabdruck. Der muss das gewesen sein. Aber ich kann halt noch niemanden beschuldigen, weil es kann gut sein, dass er auf dem Dach stand und geschossen hat. Vielleicht muss ich einfach mehr Fragen stellen. Hm.
Ja, wo soll ich denn sonst noch hin? An sich ist alles entdeckt. Ah, ja. Nun, Prescott hat einen Flanken an. Wir standen genau hier und haben... Da kann ja da unmöglich durchgeschossen haben. Also ich meine zumindest, dass es der Typ aus dem Laden ist. Nun ja, danach hatte ich nicht gefragt. Und jetzt? Um Spuren zu neuen Orten zu folgen. Das hat doch beim letzten Mal so gut geklappt, warum jetzt nicht? Wobei, nee, das wollte ich euch gar nicht markieren. Ach so, ja, jetzt check ich's, okay. Dass ich das nicht blicke. Okay, ihr hier. Ich habe ihn fast jeden Morgen hier gesehen. Schien ein netter Kerl zu sein. Wir haben ein ganzes Fass Bier verloren, verflucht. Ich hörte einen lauten Knall. Mein Bursche Samuel fuhr in der Kutsche mit. Vielleicht sollte ich einen Verdächtigen verhören. Der arme Tropf lag vor ein paar Jahren auf meiner Türschwelle. Irgendwas stimmt mit ihm nicht. Er hat irgendeine Krankheit. Er fährt immer mit mir, wenn ich auf...
Also mein Verdacht bleibt nach wie vor gleich. Auch wenn wir natürlich noch ein paar Personen noch nicht befragt haben. Ich liefere nur das Bier. Die Leute auf dem Weg beachte ich meistens nicht. Da war ein Loch in dem Fass. Das kann ich mir auch nicht erklären. Die ist gegen so eine Krankheit, die ich seit einer Weile habe. Den Namen habe ich vergessen. Und jetzt? Ja, wir können ja da nochmal nachfragen. Oder geht das noch weiter? Nee. Also offensichtlich müssen wir da noch einer weiteren Spur folgen. Keine Ahnung mal wieder, wie das jetzt weitergehen soll. Ich habe ihn fast jeden Morgen. Ich würde sagen, wir gehen zurück. Weil ich nach wie vor keine Ahnung habe. Meine neue Spur gibt's eigentlich nicht. Nee. Puh. Ja. Oder geht's hier unten etwa weiter? Tatsächlich. Aber damit nichts zu tun.
4 von 4, 2 von 2, ja, was ist da jetzt das Problem? Leeres Fass, haben wir schon entdeckt. Ich habe ihn fast jeden Morgen hier gesehen. Schien ein netter. Wir haben ein ganzes Fass. Der arme Tropf. Ja, danach hatte ich nicht gefragt. Wie wir das schon nachgefragt haben. Keine Ahnung, was da jetzt gemacht werden soll. Es werden jetzt auch keine zusätzlichen Funktionen freigeschaltet. Oder Orte, wo die Ermittlung weitergehen kann. Ich sollte zurückgehen und danach fragen. Ich frage mich, ob mir jemand etwas dazu sagen kann. Nun ja, danach hatte ich nicht gefragt. Kann mir mal irgendjemand sagen, wie es weitergeht? Die Kinder von gegenüber haben mit einer gefundenen Waffe rumgespielt. Als Colonel Pratt. Oder vielleicht gehen die Bierpfützen ja in zwei verschiedene Richtungen und ich habe es nur nicht bemerkt. Meine Fresse, wie lange rätseln wir da eigentlich jetzt schon wieder rum? Aber hier unten geht's nicht weiter. Warum sollte es das auch? Haben wir doch alles.
Aber ne, irgendwas scheint mal wieder versteckt zu sein. Da denkt man, man hat alles. Da hat man doch am Ende des Tages nichts. Ja gut, Leute, ich würde mal sagen, diesem ungeklärten Mysterium gehen wir im nächsten Part auf die Schliche. Bis zum nächsten Mal und ciao. Haltet die Ohren steif und denkt daran, Freundschaft ist Magie.